Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Hexseed. Ja, heute wieder eine Baufolge und ja, wir sind zurück von diesem Twilight Forest des Grauens. Müssen hier nochmals unsere Klamotten, den Helm hier, anziehen und die Äxte und so wieder anordnen. Wir haben wenig Essen, okay. Müssen Essen besorgen. Eimer da oben. So. Also machen wir alles mal rein, was wir noch können. Das möchte ich gerne draußen lassen. Ja. Kann ich das noch rausnehmen? Wir haben hier eigentlich halt nicht so viel Platz. Eine Enderperle können wir reintun. Slimeball können wir reintun. Auch Raw Beef. Mal die Grabsteine rein. Die zwei Sachen rein. Und die können wir mal wegschmeißen. Einfach wegschmeißen. So, schlafen wir und braten noch die Fleischstücke. So, also Raw Beef mal machen. Hier mal schauen. Okay, hier können wir anpflanzen. Oh, ja, ich werfe die jetzt auch weg. Die sind nämlich ercheatet jetzt. Wir sind noch im Game Mode. So. Das sollte eigentlich nicht passieren, aber passiert mir immer wieder. So, die Fackeln bitte hier hin. Jetzt mal schauen. Hier hat es noch. So. Und hier. Gut, Weizen müssen wir eigentlich nicht ernten. Aber, ja, das Fleisch jetzt noch braten und die Kartoffeln. Aha. Okay. Habt ihr das gesehen? Ich habe einfach mal das Fleisch gesteckt, obwohl es eigentlich unsteckbar war. Im Ofen. So. Tja. Haben wir hier Weizen? Ja. Okay, haben wir genug Weizen. Aber wir brauchen es nicht. Meathstick. Wieso haben wir jetzt einen Meathstick noch? Können wir auch einen Rohmeef machen? Ah, Meathsticks sind die. Okay, die kommen. Werden zu denen. So, heute im Baufolge. Wir sammeln das Holz ein, das wir ja gesammelt haben. Da und da und da. Dann noch ein bisschen Twilight Oak Holz. Und Spruce Wood. Genau. So, noch das. Dann können wir eigentlich das Fleisch wieder reintun. Und verwenden mal das Steak. So. Na, die Karotten nehmen wir auch mit. Also, dann haben wir das. Wir können jetzt nach oben gehen. Wir hätten hier noch ein paar anpflanzen von Zuckerrohren. So, und da drüben ist es, glaube ich, ja. Also, schauen wir mal, welches das schönste Holz ist. Und das verwenden wir als Wand. Das ist Dark Wood. Das
ist auch Spruce Wood. Das ist Birkenholz. Das ist 4. Ja, leider gibt es nicht andere. Was ist am schönsten? Das da. Dann nehmen wir das mal vorläufig. So, müssen das wieder wegmachen. Und werden wahrscheinlich dann später Ding nehmen. Wer ist das Schwarze wieder? Basalt, genau, Basalt. So. Nein, so. Ah. So. Und hier auch. So, jetzt muss ich schauen, wie man das am besten macht. Diese wieder weg. Ich möchte gerne große Fenster haben. Genauso. Dann kommen wir hier drüber. Die Wand, die Decke kommt noch nicht. So, und hier auch. Nein, nicht wechseln. Okay, was wollte ich noch machen? Ah, da hat es ja noch. Gut. Sehr gut. Ich wollte ja noch die Monsterfalle ein bisschen machen. Ich kenne mich aber nicht so gut aus mit Monsterfallen, weil ich sie eigentlich nie verwenden will. Aber hier in Hexit wäre es schon recht gut. Weil wir auch Levels verloren haben durch den Tod. So. Ja, ich möchte noch eine Decke haben. Dafür müssen wir irgendwo uns hochbauen. Hier. So, und jetzt haben wir schon zu wenig Holz. Okay. Verwenden wir das noch? Gut. Ja, das blöde Ding nervt. Das blöde Wechseln von diesem, weiß jetzt nicht, welchen Mod das ist. Also, wir müssen hier Eich ja mal auswechseln. Hier machen wir mal Holzboden ist nicht gut. Ich weiß jetzt gerade nicht. Cobblestone einfach. Ja. Können wir das lassen? Cobblestone hin. Und in der Mitte muss ein Loch sein. So, wo haben wir Cobblestone noch? Das ist kein Cobblestone. Was? Wir haben keinen Cobblestone? Frecher. Ich will aber den Mossy Cobblestone nicht verwenden. Ja, dann müssen wir Cobblestone eigentlich farmen. Schade. So, also. Dann könnten wir die Wände noch ein bisschen größer machen, genau. Dann machen wir hier mal ein bisschen auf. Und tun hier mal die Fackeln hin.
So. Schön aufmachen. Hier auch auf. Oh, da machen wir noch eine Plattform zum Spawn. Man könnte es auch so machen, dass man. Nein, dann können haben sie jetzt zu wenig zum Spawn. Wir brauchen schon ein bisschen Platz. Es wird halt eine sehr uneffiziente Spawn-Anlage am Anfang. Die können wir aber immer wieder ausbauen. Verbessern und so weiter. So. Geht halt einige Zeit mit dieser Eisenspitzhacke. Leider. Hier bringt es nicht. Ja, können wir vorfackeln. So. Dann haben wir eine größere Fläche. Ja, jetzt ist die Spitzhacke kaputt. Mist. Und es wird schon wieder Nacht. Okay. So blöde. So, was könnten wir mal machen? Wir könnten ein bisschen Cleanstone machen. Und hier könnten wir das Gold hin tun. So, Magertrophäe könnten wir hier hinstellen. Und Eisen wollte ich nehmen. Könnten aber die Diamanten. Ja, wir werden Diamanten irgendwo suchen. Nein, noch nicht. Nach der Farmfolge dann wieder. Also in der nächsten Folge wirklich Diamanten suchen. Nicht in der Decke folgen, in der nachfolgenden Folge. In der Farming-Folge natürlich. Was ja immer abwechselnd ist. So, jetzt muss ich schauen. Hier auch weg. Nein, eigentlich nicht. Stimmt. So. Jetzt könnten wir eigentlich hier auch. Hier auch Ding machen, oder? Pinkt ist das, wenn man hier unten auch macht? Also hier unten auch noch eine Spawning-Plattform macht? Oh, eine Schlucht. Aha. Das ist nicht so gut. Jetzt müssen wir alles hier zumachen. Okay, dann werden wir hier schon die Spawning-Plattform, die Fall-Plattform machen. Müssen wir die Gegner töten, selber töten. Ohne Fallschaden. Aber es geht jetzt gerade fürs Schnelle nicht so gut. Und zwar
machen wir das so, dass die jetzt hier runterfallen. Und dass man hier eigentlich... Ah ja, stimmt. Ding wären gut. Half Steps. Dafür haben wir auch das Ding gemacht eigentlich. Das ist gut. Cleanstone. Dann können wir Half Steps machen aus Cleanstone. Sieht ein bisschen besser aus. So. Ja. Das reicht eigentlich. Okay. Und dann können wir eigentlich die Fackeln dann oben wegmachen. Aber zuerst möchte ich hier mal zumachen. So. Und dann machen wir hier unten auf den Weg nach hier unten. Genau. So. Ja, okay. Dann haben wir das eigentlich hier. Dann können wir hier oberhalb schlagen, oder? Machen wir das so. Dann fallen die hier runter. Und können nicht mehr raus. So. Haben wir hier noch Fackeln oder hier oben? Also, hier auch wegmachen. Ja, okay. Müssen das Gesamte wegmachen. Und hier. So. Okay, das haben wir. Und jetzt sieht noch ein bisschen unprofessionell aus. Wenn wir jetzt oben alle Fackeln wegmachen, dann müssten eigentlich spawnen. Okay, spawnt schon einer. Ah, oh Gottchen. So. Und wenn die jetzt runterfahren, ist es noch besser. Jetzt bleibt die oben. Okay, einer fällt runter, aber es ist nur einer. Zwei. Ja, jetzt müssen wir noch Trichter machen, damit man die Items einsammeln kann. Und irgendwann kommen dann auch die Bossmonster, die dann auch mehr bringen. So. Ja, sehr ineffizient noch. Komm schon, Zombies. Okay, jetzt kommen ein paar mehr. Das ist doch toll. Da können wir eigentlich hier dann die Trichter hinführen lassen. So, könnten wir eigentlich noch ein bisschen die Schlucht erkunden im Rest von diesem Part. Können vielleicht hier irgendwo einen Weg nach unten bauen. Ja, müssen weiter runter bauen. So, erkunden wir noch ein bisschen die Schlucht.
Ob es hier irgendwo Diamanten gibt? Nein. Hier haben wir Kohle, okay, da können wir ja auch abbauen. Bekommen wir auch noch ein paar Levels über. Und ja, brauchen langsam Obsidian, aber dafür brauchen wir auch eine Diamantenspitzhacke. Müssen wir die schon bauen. Hier irgendwo noch Diamanten. Scheint nicht so. Hier haben wir Eisen. Ja, jetzt ist es eher eine Abbaufolge gerade im Moment, aber damit das... Oh, nochmal seine Schlucht. So genial. Aber eigentlich möchte ich ja Diamanten finden, aber finde keinen. So eine Fläche. Noch mehr Level. So. Hallo, Diamanten. Ich möchte mehr Diamanten. Dann können wir den Ding noch, den Busch hier oben noch nehmen. So, und hier fällt man ganz tief runter. Oh je. Nehmen wir das noch. So. Da sind Diamanten. 1, 2, 3, 4, 5. Sonst nichts mehr. Müssen wir doch hier runter. Ja, okay, teleportieren wir uns wieder nach oben dann. Weil so leicht kommt man nicht mehr nach oben. Ja, lass mich doch mal. Ihr blöden, schießwürdigen Skelette. Hier haben wir Obsidian. Ho, ho, ho. Hallo? Was ist das eigentlich? Als Sachenbusch mit Lava hinten dran. Okay. So. Und das andere Skelett. Ja, okay, wir gehen jetzt nach oben. Nehmen halt dieses Ding nicht mit. Ja, toll. Hallo? Kann ich mich auch richtig teleportieren? Ich bin bei 39 unten, okay. Was ist denn so verbuggt an diesem Teil? Was ist verbuggt? Ich will noch nicht hier sein. Ich habe mich hier teleportiert. Das ist total verbuggt. Schaut euch das mal an. Da kann man nicht mehr richtig teleportieren. Dann teleportieren wir halt ab jetzt nicht mehr. Ja, jetzt werde ich auch hier hingeschmissen. Nein, ich will nur zu diesem. Das markiere ich ja. Ich will nur, ja genau so, aber nicht gleich in den Garten. Ach Mist. Irgendwas ist verbuggt bei diesem Mod.
Ja, dann teleportieren wir uns halt nicht mehr oder nur im Game-Mode. Na toll. Okay, dann muss ich gleich mal eine Spitzhacke machen. Dann holen wir Diamanten. So, und die Dinge tun wir irgendwo hinpflanzen, wo es dunkel ist natürlich. Kaum schlafen gehen. Jetzt ist dieser fette Baum im Weg da. Den müssen wir mal fällen. Ich möchte gerne hier eine dunkle Höhle bauen. Ah, ich bin immer noch. Tut mir leid. Aber ich sehe es nicht gut. Man sollte es besser erkennen können, dass man im Game Mode ist. Und nicht nur, dass die Lebensenergie und der Hunger weg ist. Das sehe ich nicht. Dafür bin ich nicht gemacht. So, also hier mache ich einen dunklen Raum. Muss eigentlich eine Ding hinmachen, eine Tür. Also sonst kommen Monster hoch. So, wie lang sollte der Raum sein? Eigentlich in die andere Richtung wäre besser, aber ja, okay, sind sowieso mehr. In diese Richtung wäre besser, weil da auch mehr Chunks geladen sind. So, machen wir mal so weit. Jetzt haben wir eigentlich genug Bären. Ja. Okay, dann machen wir hier eine Türe hin. Müssen das eigentlich so machen. Eine Türe müssen wir hin tun. Machen wir gleich mal einen Crafting Table hier. Dann können wir gleich eine Tür bauen. So. Die Tür können wir gleich hier. So, gleich hier hinstellen. Dann können wir hier auch ausleuchten. So. Also, nächsten Part kommen dann wieder Erkundungen. Und wieder in dieser Welt. Wir gehen Richtung, weiß nicht welche Richtung. Können kurz schauen. So. Also, ich brauche eine neue Truhe. Also, das weg, das weg, das weg. Ja, das weg können wir dort in die andere Truhe tun. Und das auch. So. Also das kann man hier rein tun und das hier rein. Können wir die Kohle noch hin tun. So, also in der nächsten Folge gehen wir nach Westen. Und dann hier nach Norden. Ja. Und dann vielleicht mal in den Dschungel. Und hier ins kleine Dorf. Ja. Wir haben noch viel zu erkunden. Also das gibt eine riesen Karte am Schluss und so. Also Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal, euer Drago Basler. Tschüss.